Es ist das erste Mal, dass ich ein Video mache mit meiner Zahnspange. Vor einem Jahr berichtete ich über ein Gesetz, das der Polizei den Einsatz von Staatstrojanern erleichtern soll. Damals argumentierten die Politiker der SPD und der Union, dass das Gesetz hauptsächlich dazu da wäre, um Terrorismus besser nachgehen zu können. Terroristen und Kriminelle. Kriminelle oder terroristische Aktivitäten. Terrorismus, möglicherweise sogar einen terroristischen Anschlag. Und dass man mit diesem Gesetz nur sehr vorsichtig und restriktiv umgehen wird. Ich weiß nicht, woher Sie nehmen, dass das zu einer Standardmaßnahme werden kann. Also weder die rechtlichen Voraussetzungen lassen diesen Schluss zu, noch auch die Erfahrung mit diesem Instrument im präventiven Bereich. Auch da wird sehr restriktiv damit umgegangen. Und genauso wird das, das ist meine feste Überzeugung, auch hier im Bereich der Ermittlungen, im Bereich der Strafverfolgung geschehen. In meinem Video von damals befürchtete ich, dass die Polizei das auch bei weniger dramatischen Fällen zum Einsatz bringen wird. Für meine Zuschauer natürlich besonders relevant: Drogendelikte. Jetzt wurde eine Erhebung des Bundeskriminalamts von netzpolitik.org veröffentlicht, die zeigt, dass sich meine Befürchtungen bewahrheiten. Die Fälle, bei denen die Polizei Staatstrojaner einsetzen will, sind nämlich zu mehr als 50% Drogendelikte. Die Erhebung, welche dies beweist, ist interessanterweise vor dem Gesetz entstanden. In dieser versucht nämlich das Bundeskriminalamt zu begründen, warum man den Staatstrojaner bei mehr Fällen einsetzen können sollte. Und dabei sprechen sie von 292 Verfahren, bei denen sie deren Ansicht nach nur nicht zu Ergebnissen kamen, weil sie gesetzlich keine härteren Mittel wie den Staatstrojaner einsetzen durften. 53% dieser Fälle sind Fälle der Rauschgiftkriminalität. Also nochmal zum Mitschreiben. Die Regierung behauptet, dass wir das Gesetz gebraucht haben wegen Terrorismus, während das Bundeskriminalamt schon vorher argumentierte, dass sie es hauptsächlich wegen Drogendelikten brauchen. Ich bin so schockiert, dass die Politik wirklich solche Dinge abzieht. Hätte ich niemals erwartet. Das Krasseste an den Begründungen der Politiker ist ja, dass man bereits vor dem Gesetz Terrorismus mit dem Staatstrojaner bekämpfen durfte. Und wer es denkt, dass die restlichen von dem Bundeskriminalamt aufgeführten Straftaten schwerere Straftaten in Richtung Mord oder Terrorismus sind, der hat sich geirrt. Solche Delikte machen in der Auflistung sage und schreibe 0% aus. Es wäre natürlich sehr essentiell zu erfahren, um was für Drogendelikte es sich genau bei diesen 53% handelt. Waren das nur Fälle von böswilligen Drogenbanden, die auch Straftaten wie Mord und Gewalt ausüben, oder ging es hier auch um harmlose Kiffer, die 5 Pflanzen in ihrer Wohnung haben? Selbst wenn es bis jetzt nur wirklich schlimme Gangsterbosse betraf, gehe ich anhand der Tatsache, dass jetzt schon harmlose Kiffer von Dingen wie Hausdurchsuchungen betroffen sind, davon aus, dass es bald auch harmlose Kiffer treffen wird. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Polizeiaufgabengesetz, Abschaffung des Richtervorbehalts bei der Blutabnahme, strengere Drohnengesetze, NPSG, DSGVO, Artikel 13 und das mit dem Staatstrojaner. Alles Gesetze, die unsere Freiheit mehr einschränken. Wann gab es das letzte Mal ein Gesetz, das uns mehr Freiheit gab? Es geht schon alles in eine Richtung, die sehr beunruhigend ist. Ich bin hier gerade im Urlaub, deswegen nur so ein kurzes Video für zwischendurch. Das nächste Mal gibt es bestimmt wieder ein längeres Video. Abonnieren und 5-Sterne-Bewertung. Peace.